Da sind wir wieder. Ihr seht's, es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe gerade ja angefangen gehabt im letzten Part mit. Das ist wie im Kinofilm. Bei den Kinofilmen ist ja genauso. Den Abspann, jeder rennt raus. Dabei ist es ja später auf den DVDs, siehst du es? Hast du den Abspann geschafft? Kommt immer noch irgendein Trailer, irgendein Video, irgendeine richtig geile Szene. Da wurde man die Hälfte gar nicht gesehen hat, weil man einfach rausgerannt ist aus dem Kino. Weil sobald das Licht angeht, sind die meisten schon weg. Heftig, ich hätte nie gedacht, dass das hier zwei Parts wird, auch wenn es vielleicht jetzt 5 Minuten noch geht oder so. Ich hätte nie gedacht, dass der Abspann so mega lang ist. Es nimmt kein Ende, Leute. Ich bin gespannt, ob er jetzt gleich auch so ein. Ob man jetzt gleich wieder in die Map zurückkommt mit einem härteren Schwierigkeitsgrad oder sowas dann wählen kann. Was jetzt passiert, wenn man es wirklich geschafft hat. Oder ob es einfach vorbei ist, kann ja auch sein. Ich hätte gerne noch so eine Statistik, wie viel Prozent wir am Ende wirklich geschafft haben. Ich sag 90. Ungefähr 90. Weil der Rest ist, wir haben nicht alle Datenpunkte. Ach so, das wollte ich ja noch sagen. Wir haben ja so viel gemacht. Wir haben so viele Parts hier gemacht. Und so viel erlebt in dem Spiel. Aber trotzdem haben wir ja nicht alles. Uns fehlt ja noch ein Haufen Datenpunkte, ungefähr die Hälfte, und dann noch so ein paar Hologramme und sowas. Also man. Problem ist natürlich, du weißt nicht, wo sie sind. Du kriegst ja auch nicht gesagt, wo sie sind. Das hätten wir es ja gemacht. Da hätten wir nochmal 20 Parts mehr gehabt. Weil die kannst du einfach nur blind da drin suchen oder guckst bei YouTube oder was weiß ich. Und dann weißt du, wo sie sind, aber. Bringt mir fürs LP weniger. Das kann man vielleicht machen, wenn man alleine spielt, für sich spielt. Vielleicht gibt es ein Secret Ending, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass es ein anderes Ende gibt als das hier. Und also wir hätten noch locker 20 Parts mehr machen können, wenn wir alles gesucht hätten. Da könnte davon ausgehen. Aber ansonsten haben wir wirklich alles gemacht, außer die Jägerprüfung. Die Jägerprüfung, naja, der ein oder andere wird sie gefallen. Mir liegen sie nicht. Ich will sie auch gar nicht machen, ehrlich gesagt. Ich bin da nicht traurig drum, dass wir sie nicht gemacht haben, weil diese Jägerprüfungen haben einfach nur genervt. Achso, und Tutorials haben ein paar Stück gefehlt, genau. Das fand ich schon wieder cool. Das haben wir aber zu spät gesehen. Das hätten wir am Anfang gleich machen müssen, wo die ganzen Wächter und sowas da waren. Einfach ein Headshot ins Gesicht, zack, dann weg. Gibt natürlich auch schwierigere. Da hätten wir vielleicht niemals geschafft, weiß ich nicht. Trotzdem cool, dass es sowas gibt und dafür Erfahrung. Andererseits die Erfahrung. Ich weiß nicht, es gab irgend so einen Punkt, da haben wir auf einmal 18 Skill Points gehabt. Aus dem Nichts heraus. Direkt instant voll. Die Musik wird ruhiger. Es singt immer noch. Lassen singe, lassen singe. Wenn es ihm Spaß macht. Vielleicht nimmt das gar kein Ende, vielleicht geht es irgendwann wieder von neu los einfach.
zwischenzeitlich hatte ich gedacht, wir kriegen das Spiel niemals durch. Gerade wo die ganzen Nebenquests und sowas da waren. Ohne Witz. Heftig. Was ich ein bisschen rückkrepierer fand, also nicht so gut fand, war dieser Rotaugen-Donnerkäfer. Hieß der Rotauge? Irgendwas mit Rot. Der war zu schwach. Der war wirklich zu schwach. Ich meine, das soll der legendäre Donnerkiefer gewesen sein, der zigtausend Narben im Gesicht hat und zig mit tausend Millionen Leute umgebracht hat. Da warte ich dann, dass der ein bisschen länger durchhält, weil der hat so viel Schaden gefressen. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass der so vielleicht stärker als der Endboss. Wie ich gesagt habe, bei Final Fantasy, da hast du ja in der Nebenquest-Serie irgendwelche, die du besiegen musst. Und die sind im Endeffekt stärker als der Finalboss. Und dafür trainierst du Wochen, vielleicht Monate, nur um ihn zu besiegen. Und das sieht jetzt nach dem kompletten Ende aus. Das hätte ich mir wirklich gewünscht, dass der noch ein bisschen stärker gewesen wäre. Aber dieses Spiel, wunderschön. Ich trauere jetzt schon wirklich. Ihr seht's, ich hänge hier noch davor und trauere schon, dass ich nicht mehr in der Lage sein werde zu spielen. Nimmst du nochmal ein zweites LP auf? Natürlich. Ha! Video! Ich hab's gewusst, Leute! So viel zu Hades ist zerstört. Hallo, alter Freund. Kennst du mich noch? Wir haben noch so viel zu bereden. Ist Silence vielleicht doch böse? Zum Beispiel über deine Meister, die dich mit dem Signal aufgeweckt haben. Wissen ist schließlich Macht, meinst du? Tja, fangen wir an. Und was ist das für ein Vieh? Ich glaube, im zweiten Part werden wir gegen dieses Vieh kämpfen. Im zweiten Teil natürlich. Ich wusste, dass Silence nicht so nett ist, wie er tut. Ihr habt's gesehen. Silence ist ein kleiner Drecksack. Also der hat die... Der war zwar auf unserer Seite, hat versucht, ihn zu vernichten, aber irgendwie auch wieder nicht, weil... Er ist ja immer hin und her geswitcht. Sozusagen. Natürlich hat er uns einmal beschützt, aber nur wieder aus Eigeninteresse, weil er ja mit Hades, ihr seht's ja, er will sein Wissen, seine Daten, was weiß ich. Also ich glaube, dass da noch viel, viel dahinter steckt, warum er Hades will. Ich glaube nämlich nicht, dass er auf der guten Seite ist. Ganz ehrlich, dieser komische Kerl, also weiß der zu viel. Das hat er sich alles selbst beigebracht. Niemals. Niemals. Mit dem Kerl stimmt was nicht. Und ich hoffe, dass wir das im... was mit ihm falsch ist. Und seine wahre Geschichte kennenlernen werden. Neue Hauptquest, der drohende Schatten. Herzlichen Glückwunsch, du hast Hades besiegt und Gaias Traum einer wiedergeborenen Erde beschützt. Dass du Aloys Hauptgeschichte abgeschlossen hast, bedeutet nicht, dass das Spiel beendet ist. Du kannst die weltweit erkunden, alle nicht beendeten Quests und Aktivitäten abschließen. Die Welt wurde in ihren Zustand zu Beginn der drohenden Schatten zurückgesetzt. Vor dem Finale und Meridian. Du behältst die gesamte Beute und Erfahrung aus einem erfolgreichen Spieldurchgang. Danke, dass du das Spiel gespielt hast. Das Horizon Team.
zum Ausblenden X drücken. Trophäe erhalten, die Kriegsmaschine, bla bla bla. Zum Abschluss. Donnerkiefer-Areal, wo bist du? Panzerwanderer? Nö. Ich hätte gern die Donnerkiefer nochmal aufeinander gehetzt zum Abschluss, aber ich finde sie nicht. Was ist das? Also die Jägerscheiße. Hör mir auf mit der Jägerloge! Hör mir auf! Hier ist kein Donnerkiefer mehr, die sind alle tot. Ich sehe echt kein Donnerkiefer. Bin ich blind? Biermod. Könnten wir nochmal zum Abschluss so eine schöne Biermod-Schlacht machen. Eine Sturmvogelschlacht, Junge. Hier ist er doch. Hä? So. Der letzte Kampf. Weil dieser Part ist ein bisschen klein. Ich weiß jetzt nicht, ob das der ist, wo wir gegen zwei haben oder ansonsten kämpfen wir gegen den einen. Macht mir auch nichts. Vielleicht sterben wir ja nochmal zum Abschluss. Wir müssen alles von neu machen. Spielstand fängt von 0% dann wieder an. Das Ding ist ja riesig und wurde zum Kämpfen erschaffen. Ein letztes Mal. Andere wird sagen, warum machst du nicht so erschüssen Sturmvogel noch mal besiegen, wenn du so Probleme hast gegen ihn? Thank you.
sie sehen dich nicht. So, Leute. Das war dann jetzt wirklich der allerletzte Kampf. So leid es mir tut. Ich liebe dieses Spiel. Ich werde es wirklich vermissen. Ich freue mich schon auf den nächsten, auf den zweiten Teil hiervon, weil es hat wirklich Spaß gemacht. Ich trauere jetzt schon, habe ich schon jetzt mehrfach gesagt. Ich sag's jetzt nur noch. Vielen Dank, dass ihr dieses LP zugeschaut habt. Es war ein wunderschönes Spiel. Kauft es euch bitte, wenn ihr eine PS4 habt. Es macht mega Spaß, selbst zu spielen. Man kann wirklich auch sich stundenlang aufhalten, damit irgendwelche Sachen zu zähmen und gegeneinander antreten zu lassen. Nee, das ist schon wieder ein scheiß Vogel. Man hat hier so viele Möglichkeiten, auch noch Sachen zu machen jetzt oder einfach irgendwelchen Scheißdreck zu machen. Oder sich hier zu unterhalten. Also man hat wirklich viele, viele Sachen, die man machen kann. Wo ist die Sonne? Da. Ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr hier zugeschaut habt. Ich hoffe, dass ihr bei einem anderen Let's Play oder beim zweiten Teil hiervon wieder dabei sein werdet. Hinterlasst gerne wirklich Kommentare. Darauf freue ich mich, darauf habe ich richtig Bock. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Und vielleicht spielen wir mal zusammen, wenn ihr Bescheid sagt, was ihr spielen wollt. Das war's jetzt wirklich mit Horizon. Aloy, es hat Spaß gemacht mit dir. Ich werde dich vermissen. Du warst cool. Ciao mit V. Und tschüss mit Ös. Das war's dann jetzt mit Horizon. Ciao.